Ihnen für die Freiheit, für die Selbstbestimmung. Für die Selbstbestimmung jedes Einzelnen, für die Selbstbestimmung unseres Landes. Ja, das hört sich alles immer sehr hochtrabend an. Aber Deutschland ist nicht souverän. Wir sind nach wie vor noch von den alliierten Streitkräften mit Ausnahme Russlands besetzt. Und Barack Obama hat dies 2010 selber in Ramstein gesagt, wortwörtlich. Deutschland war besetzt, Deutschland ist besetzt und Deutschland wird weiterhin besetzt bleiben. Weil wir keinen Friedensvertrag haben, ist diese unmögliche Politik der Bundesregierung den Menschen unseres Landes gegenüber nur möglich. Und es sind weitere Angriffe geplant auf die Souveränität und Freiheit jedes Einzelnen und auf die Einschränkung der demokratischen Grundrechte. Die Informationen haben wir. Wir möchten keine Angst verbreiten, ja, weil wir die Möglichkeiten, Wege und Mittel kennen, wie wir dem auch begegnen können. Kommt einfach zu uns jeden Abend, jeden Montagabend, 19 Uhr, erster Treffpunkt hier in der Vierhander Straße und dann ab Herbst WK 6 bis WK 7.
über 60 Leute. Das ist jetzt sicherlich weniger, als wir vielleicht erhofft haben, aber immer noch im Rahmen von dem, was sich gegenwärtig abspielt. Ich habe eine Zahl von Oranienburg. Oranienburg, die hatten ja damals 2021, 2022 3.500 Leute auf der Straße. Das sind jetzt knapp 100 Mann. Ja, also sind hier also ganz gut. Und ich sage immer wieder, und wenn wir Nummer 50 sind, 100 Leute in der Uckermark, 0,1% der Bevölkerung, das sind 800.000 Menschen in Deutschland, die jede Woche auf die Straße gehen. Die elementaren Rechte, die wir hier, für die wir hier streiten, für die wir unterwegs sind. Das möchte ich immer sagen. Ja, und jeder Tropfen füllt den Stein. Und ich habe, oder wir haben die Information von hohen Beamten vom Staatsschutz, dass das sehr, sehr wohl in Berlin betrachtet wird und dass man vor uns enormen Respekt hat. Enormen Respekt. Und ich sage es mal, wenn wir nicht unterwegs gewesen wären, dann hätten wir in unserem Land die allgemeine Impfpflicht. Ja, die hätte es dann gegeben. Und das wird auch generell in Berlin gesagt, ja, dass wir daran Schuld haben, ja, dass es zu der allgemeinen Impfpflicht nicht gekommen ist. Aber die Reaktion, und ich sage das mal, die lässt natürlich nicht locker. Und man arbeitet ja nun wieder an einem neuen Virus. Ja. Die Informationen aus England, die da sind, ja, die lassen ja aufhorchen, ja, und dann machen wir zu, Klappe die vierte, Klappe die fünfte, Klappe die sechste, ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir lassen nicht locker, ja, wir lassen nicht locker und wir sind hier präsent und wir werden, ich sag mal, wenn sich das bestätigt, ja, was wir alle befürchten zu der PCK-Geschichte, was jetzt hier kommt, dass die Schweder Bevölkerung verarscht wurde. In der Politik verarscht. Ja? Man sagte die Linde, ja, die Politik hat nicht Wort gehalten in einem Brandbrief. Ich sag mal immer wieder, verdammt noch einmal, wie viele Brandbriefe werden noch geschrieben oder müssen noch geschrieben werden, damit der Schweder Michi endlich kapiert, dass man nur veräppelt wird, ja, von der Politik. Ja, ich grüße dich, mein Guten. Na klar, ganz kurz, na klar, komm, du warst letztes Jahr so aktiv. Ihr habt meine volle Sympathie. Und ich habe einen Wahlspruch für euch. Wer nicht streitet für sein Recht, dem geht es zu Recht aus Trägheit schlecht. Genau so ist es, prima, genau so ist es. Ja. Und dann, ich sag mal so, ja. Wir haben ja immer diese sagen, naja, wir können ja nichts machen, wir können da eh nichts machen. Naja, wenn dann der Bescheid nachher dann kommt, pass auf, du hast die fristlose Kündigung. Ja, nicht die fristlose Kündigung, du wirst ja dann aus betrieblichen Gründen gekündigt. Ja, wenn dann heißt und so, pass auf, Deutschland befindet sich im richtigen Kriegszustand, wir verkünden die allgemeine Mobilmachung oder je nachdem, da sagen die Leute dann, na, wir konnten ja nichts machen. Ja, das haben die Leute 1939 Euro gesagt, na, wir können ja nichts machen. Ja, und wie Deutschland und Europa ausgesehen hat, das wissen wir ja. Da brauchen wir nicht weiter sagen. So, und ich habe jetzt eine ganz tolle Information, ja, eine ganz tolle Information. Ja, ob so eine tolle ist, weiß ich nicht. Ja, und zwar wisst ihr ja sicherlich, dass wir in Straßburg waren, beim Schiller-Institut, bei der Konferenz dort, die ja so hoch, sehr interessant gewesen ist, wissenschaftlichen Gehalt von dem politischen Gehalt. Und es findet jetzt am Wochenende wieder eine Veranstaltung statt in Berlin, ja, wo ich dann noch teilnehmen werde. Sicherlich, denke ich mal, ja, wo es generell um diese gesamte Problematik der Friedenssicherung geht. Und die Problematik der Friedenssicherung und wie das entstanden ist, da gibt es eben eine Analyse. Warum jetzt auf einmal Russland und China und die anderen Länder auf einmal Staatsfeinde sind? Warum? Weil praktisch die Bestrebungen, ja, dieser Länder, aus diesem dollarbasierten Weltfinanzsystem auszusteigen, ja, schon seit 2015, 2016, ja, dann schon offiziell gewesen sind. Und dann sagen sich natürlich viele Länder dann, ich sag mal, wenn der Westen seine Demokratiewerte hier exportieren möchte nach Afrika und sonst wohin, ja, und dann immer sehen, dass die Demokratie mit Bomben, mit Drohnen und mit allen anderen Zeugs dann umgesetzt, also praktisch durchgesetzt wird, dass sich diese Länder dann abwenden. So haben wir dieses Beispiel vom Niger. Ja, sicherlich ist es ja so, dass es im Niger, dass da eine sogenannte westliche Koalition gibt,
die da diesen Putsch dann jetzt rückgängig machen wollen und angeblich jetzt aus allen westafrikanischen Staaten ja eine Koalition. Diese Koalition gegen Niger ist zusammengebrochen, weil zwei bzw. drei westafrikanische Staaten da nicht mitmachen. Demzufolge ist der Westen in Afrika voll auf dem absteigenden Ast. So, und wenn wir uns das mal genau angucken, welche ökonomischen Folgen das für uns hat, ja, und wenn wir uns angucken, ja, wie die Ernte jetzt hier in Deutschland aussieht dieses Jahr, wenn wir uns mal angucken, durch die Düngemittelverordnung, was auf den Feldern dann ausgebracht wurde, wenn wir uns mal anschauen, wie niedrig der Mais steht, dann wissen wir in etwa, was in den nächsten Monaten auf uns drauf zukommt. Die Nahrungsmittelpreise werden explodieren, ja, es werden weitere Preise explodieren, ja, die praktisch damit im Zusammenhang stehen. Denn Mecklenburg-Vorpommern befürchtet die schlechteste Ernte seit mehr als 20 Jahren. So, da wissen wir in etwa, was hier kommt. Noch gehen viele Leute gerne einkaufen und sagen, Mensch, wunderbar, wir haben Sonderpreise, wir haben Sonderangebote. Ja, na, mal schauen, wie dann die Sonderangebote aussehen. Ja, wollen wir mal gucken. Das ist also die Situation und durch die Entwicklung in Afrika, ja, die dann stattfindet, dass der globale Süden eben nicht mehr mit dem Westen was macht, das hat auch Auswirkungen auf uns. Und das sind auch die Gründe, das sind auch einige der Gründe, ja, warum man hier versucht, unsere Freiheiten, ja, die Demokratie zu unterlaufen, die Freiheiten einzuschränken und uns mit einer Schreckensbotschaft nach der anderen jagt. Das also jetzt ganz kurz meine Ausführung, aber dazu dann am 26., also nächste Woche, sondern dann mehr mit einem entsprechenden Informationsgehalt. Okay, was liegt jetzt an? Ja, nächste Woche Montag, da wird René bestimmt eher noch was sagen dazu. Ja, wir werden uns nächste Woche treffen, aber nochmal zum 26. Wie ja schon in der Ansage durchgesprochen, ist am 26. 10 Uhr Beginn. Wir werden die offizielle Eröffnung werden wir machen, so gegen 11 Uhr. Das wird so bis 17:30, 18 Uhr dann gehen. Das wird dann langsam dann auch zum Ende übergleiten. Und wir suchen nach wie vor eine Helfer. Wir suchen nur noch welche, die gerne noch einen Kuchen backen möchten für den Kuchenbazar. Und ich denke, wenn das Wetter mitspielt, wird es eine wunderbare Veranstaltung. Und wie schon gesagt, oder öfters gesagt, ist es eine Veranstaltung für uns. Es ist eine Veranstaltung für uns und da sind wir alle da. Und wenn wir das ausstrahlen, unseren Gedanken, unsere Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, dann strahlt das aus natürlich dann auch auf die Bevölkerung, die hierher kommt, ja, die das anguckt und sagt dann, ey, Mensch, das sind ja gar keine Nazis. Ja, Mensch, die haben ja kein Braunhemd an oder je nachdem, wa? So, also, wie schon gesagt, wir suchen noch Helfer, ja, die mit An- und Abbauen helfen. Meldet euch einfach, die Liste ist im Auto, das Auto steht hinten an der Rewe-Kaufhalle. Ja, und natürlich auch beim Kuchenbacken. Aber da können wir nächste Woche Montag auch noch was dazu sagen. Ich bin jetzt am Ende, ich bin fertig. Thomas, du stehst noch neben mir, möchtest du noch was sagen? Thomas? Ja, so, ich bin soweit. Ja, ich danke, dass ihr alle zugehört habt. So, René? Ja, tschüss, Frank. Was Frank gesagt hat, wenn wir 50 sind, das kann sein, das soll aber kein Ziel werden. Ne? Also wir wollen mehr werden. Ansonsten, ja, habe ich heute schon dreimal genau das gleiche gesagt, ne? Darum, nächste Woche, Firaner Straße, wieder Treffpunkt. Die Strecke ist ein bisschen länger, denn diesmal, aber schaffen wir, ne? Sonst bedanke ich mich, kommt alle gut nach Hause, schöne Woche noch, ne? Ciao, bis dann, ciao!